Ja, meine Stimme wieder, ne? Wisst ihr, was ich an Weihnachten nicht mag? Die Briefe werden kürzer. Also ich meine jetzt, das ist ja so ein Standardbrief, so Euronorm, ne? So. Aber ich habe hier so einen Briefkasten. Und guck mal hier, dreh euch mal um. Da. So, da muss ich reingreifen. Da unten ist noch was. Weihnachten werden letzter. So, ach guck mal, da ein grauer Brief. Früher in der Schule haben wir mal braune Briefe bekommen. Ne, braun, ach, blaue, mein Gott. Grau. Ja, der ist so silber ist das sogar. Mein Gott, ne, es geht doch immer so. Ja, leck mich doch am Arm. Ey. Mein Gott, ey. Jetzt krieg ich die Schüssel nicht mehr raus. Boah, ist das ein. Diese brauchst du nie. Für den Standardbrief kannst du oben reingreifen. Den kannst du so packen. Ne? Aber in einem kleinen Brief, ja, guck mal, ist ja ein Unterschied, ne? Schied unter. Pass auf, hier. Ja, siehst du da unten? Und da fehlt das Stück. Ja. Blöd. Ganz blöd. So. Katzen springt aus dem Weg. Ich komme. Oh, Kinders. Oh, Kinders. Das war hier wieder aufräumen, weil die Katzen alle rumgeworfen haben. Meine Adventskalender. Ja, da legen die sich nämlich drauf auf die Pappkartons. Und innen drin ist hier noch Schokolade drin. Ja, verstehst du? Ja, das ist alles eine Technik hier bei mir, die ich kapiere. Ja, was habe ich denn da? Lass mal gucken. Gucken. Zu Händen, was steht da? Martina, da musst du aufpassen, da kannst du ja nicht aufmachen dann. Ne? Ja, das ist auch Niki. Auch Niki, nichts für mich dabei. Nichts für mich, sonst gehe ich mich erstmal frisch machen. Eine Runde duschen oder was? Ja, ich gehe duschen. Ah, Leute, die Küche. Ja. Ah, Chaosküche eben. Oh, schlimm. So, da bin gleich. Ich wieder. Ja, Sprache ist oder Stimme ist immer noch kaputt. Ah, erstmal Wasser machen, ne? Morgens Kaffee? Ihr auch, du auch. Ja, alle Kaffee, gut. Ja, ich mache auch Tee. Ich trinke auch gerne selber Tee. Ich kenne das ja, ne? Oh, mal ein bisschen den Kalk rauskratzen. Ne? Oh, ich nehme mal Essig dafür. Einen Kalker brauchst du da nicht nehmen, das ist Blödsinn. Das ist ja auch nur Essig. Das ist Zitronensäure. Das ist Zitronensäure. Weil wenn du nämlich da hier von den teuren Firmen da alles kaufst, ne? Ich kann jetzt nicht so laut, auch dein Mikrofon ist heute nicht dran. Ja, wenn du von den ganz teuren Firmen alle kaufst, ja, das kannst du zwar bezahlen noch irgendwie, ja, aber ist vollkommen unnötig. Ich glaube, ein Kilo Zitronensäure im Drogeriemarkt kostet 1,50 € oder was vielleicht gerade mal. Wenn du das von so einer Firma kaufst, die so die Kaffeemaschine auch herstellt, ne, da kostet glaube ich 6,50 € so ein kleines Döschen da, ne? Also aufpassen. Alexa, Zitronensäure wie teuer? Suche läuft. Die Ergebnisse für Zitronensäure werden angezeigt. Der erste Artikel ist zu Loop Zitronensäurepulver.
Der Preis beträgt 28,90 €. Bist du bescheuert oder was? Ist ja noch teurer wie ich. Ich hab jetzt kein Guckeisen. Ich kann das jetzt nicht erkennen, ne? Oder wie viel Kilo hat er gesagt? 28 €? Ich sehe das nicht, ich kann das nicht, tut mir leid. Dann mache ich nur Aufgaben, die ich erkennen kann. Kaffee machen. So. Ach ja, morgens brauche ich immer unbedingt meinen Kaffee, ne? Ich hole euch mal näher ran, dann brauche ich nicht so schreien. Ja, das ist jetzt wieder doof, dass ich das Mikrofon wieder nicht hier habe. Ah, Mando, ne? Ist das ein Schweinkram? Hat die Frau vom Alfred auch immer gesagt. Das ist ja Schweinkram! Ah, oh, was ist da los, Cody? Was hast du deine Ecke? Suchst du Mäuse? Dann such du deine Mäuse, Schatz. Ah, wo ist mein... Hallo? Hallo? Hä? Wo ist jetzt die Dose abgeblieben? Ich suche so eine große Kaffeedose, die orangene. Gar nicht. Wir brauchen nicht. Was ist das denn? Ach, da hat sie sich schon gerutschelt. Ich glaub's ja nicht. Kommst du mal da raus? Ja, das ist eine Auflaufform im Körper einer Tupperdose. Sollen wir so umoperieren? Ja, wenn es denn gar nicht mehr anders geht. Aber ich mache immer ganz gern morgens meinen Kaffee fertig. Soll ich oder soll ich nicht? So, ja, wenn ich euch auf den Pfoten trete, Leute, dann seid ihr nur selber schuld. Weil meine Füße stehen schon hier am Boden. Ja, ihr kreucht euch unter meine Füße. So, ne? Und dann morgens immer. Wenn ich eh schon nicht mehr kann, oder zumindest sprachlich, sprechlich. Ich mach da immer hier, guck mal. Ne, damit ihr seht, dass er wie ich mache, ne? Mal so eine Brise Salz rein. So. Kannst du auch jetzt reingucken. Ja, siehst du, dass da Salz drin ist. Ich nehme normalerweise immer dafür grobes Meersalz. Das kann man so schöner packen. Ne? Und den hat man nicht so unter der Finger. Ich mag Salz unter der Fingernägel nicht. Ja, also Paniermehl, ja, das ist so ganz grenzwertig. Ne? Paniermehl unter den Finger oder an den Finger oder so. Ja, boah. Oder Paniermehl unter der Füße. Wenn mal was daneben gerieselt ist. Oh, das ist. Also nicht nackte Füße, sondern unter der Pantoffels, ne? Ja. Ihr bekommt gleich, damit ich euch volle Füße habe. Ich habe aber nichts hier. Und draußen regnet das. Guck mal, wie das regnet. Ja, bitte. Ja. Ach ja, hast du hier keine Decke schon wieder drauf? Ja, das ist mein morgendliches Chaos. Warte, aua. Ach, was habe ich denn da? Das sieht aus wie Zigeunersoße. Was hatte ich denn da gekocht? Was ist das denn jetzt? Was hatte ich denn gestern gekocht? Vorgestern.
Ach, von vorgestern ist das. Ja, das ist schon lange her, das schon vergessen. Aber habt ihr das auch so manchmal, ob das nur bei mir so ist? Ja, ich koche jetzt, dann sitze ich am Computer, will das dann eingeben, weil ich gebe ja den so immer mit den Titel mit ein, ne? Ohne Titel kann ich das nicht wegklicken. So, und dann gebe ich das ein und dann bin ich schon wieder am Überlegen, was hast du jetzt eigentlich gekocht? Müsste mir allen Quatsch aufschreiben. So. Aber heute will ich eine richtig ordinäre Hühnersuppe machen, ihr wisst, ne? Besser ist das. Ach ja. So, Brot haben wir auch genug da. Aber ich frage mich immer noch, weil ich mit die... Ich kann doch so viel nicht rasten. Da habe ich hinterher gar keine Daumen, keinen Finger mehr. Die Knöchel, die sind da alle mit reingeschabt in die Paniermehl. Ja, ich meine jetzt hiermit, ne? Ich habe ein trockenes Brötchen, ich sammle das ja. Ich kann das ja so nicht so... Kann ich ja nicht so wegschmeißen, ne? Und ich kann auch Paketen Paniermehl so kaufen. Ich kann aber auch genauso gut auch hingehen und diese Brötchen nutzen für Paniermehl zu machen. Ist ja nichts anderes, ne? So. Hier stehe ein bisschen runter. Jetzt mache ich nur so viel hier so von dem Wasser drauf, dass das Kaffeepulver so eben feucht ist. Ja? Also bis hierhin ungefähr, eben dass es nur feucht ist. Ja, und dann lasse ich das erstmal in Ruhe durchdröppeln. Könnt ihr das sehen? Wenn ich, ja, das dröppelt dann sogar daneben. Ach Mann, Leute. Und gerade der erste Schwung ist der wichtigste. Ja. Nein, ich bin kein Kaffeesommelier. Ich habe da mal nur gehört. Kaffeesommelier gibt es ja. Es gibt ja nicht nur Weinsommeliere, es gibt, oder, ne? Es gibt auch andere, es gibt auch Kaffeesommeliere. Alexa, was ist ein Sommelier? Item, übersetzt von aceplan.com. Es ist 1.30 Uhr in Somalia. In Somalia ist 1.30 Uhr, danke. Also sind die eine halbe Stunde vor, eine anderthalb Stunden sogar. Wir haben ja genau 12. Ja, oder nachts. Ich versuche nur nochmal, warte mal. Sommelier. Sommelier. Alexa, was ist ein Sommelier? Weinkellner ist ein Weinkellner, arbeitet beratend in einem Restaurant oder er ist beratend im Weinhandel tätig. Weinkenner. Also ist der Kaffeesommelier kein Kaffeesommelier, weil es gibt nur Weinkenner. Aha. Kannst du mal sehen, ich habe euch mal wieder entlarvt. Ne? Es gibt ja so Sommeliere, die machen ja so alles Mögliche, testen die, ne, und wissen die. Ne? Die sind da so Oberschlauer. Ne? Das sind so, da musst du aufpassen, das sind die Klugscheißer unter uns. Ein Klugscheißer. Höchste Vorsichtsmaßnahmen. Ne? Immer Neoprenanzug, weil die spucken und speien, wenn du dagegen sagst. Ne? Ja. Und feuerfest muss er hoch sein. Aber warum habe ich eigentlich immer noch Hals kaputt? Ja, hör mal auf zu piepsen, du Dumpfbacke, du. Ja, ich habe im Schuppen habe ich ja noch Katzenfutter, ist alles da. Und du lass meinen Teppich in Frieden. Ne? Da legen sie sich unterm Teppich, halten vor, krallen vorne so fest. Und mit den Hinterpfoten sitzen die Katzen, ne? Nicht Niki. Nee, pennt ja noch. Ja, aber mit den Hinterpfoten, da sind sie immer so am Weg, den Teppich am Wegtreten. Als wenn sie sagen, mein Teppich, du warst böse, dich krall ich mir, du. Ja. Ah, dann
Ja, du musst dir das so vorstellen, du kommst die Treppe runter. Ja, als Niki trinkt ja Tee, ach, Kaffee. Und das duftet. Das Haus ist erfüllt von Kaffeearomen. Ja, und Kaffee hat ja ganz viele Aromen. Ja, und wenn er noch Zusätze drin hat, wie die meisten Kaffees, was ja nicht, noch niemals mehr draufsteht, ja, Karamellaromen oder so, ne, das ist am Kaffee klebt da dran. Damit man halt noch mehr verlockt ist. Wow. Ja, um sich diesen Kaffee dann schneller aus dem Einkaufsregal zu holen. Ne? Ja. Ja, ist wirklich wahr. Ne? Genauso wie bei Chips. Chips, das wird ja immer auch immer behauptet, nein, das ist nicht so. Ja, aber fängst du mit einem Chips an, da ist die Tüte eine halbe Stunde leer. Also, ist doch da irgendwas dran, ja, was dich süchtig macht, ja? Oder wo du dir dein Gehirn sagt, ja, du musst mich jetzt aufessen. Sack! Das frisst mich! Ja, und schon hast du dann was, bist du in den Laden und holst dir die nächste Tüte. Aber ich hab jetzt hier von Brutto habe ich mir so eine Tüte geholt. Das war nicht so mein Ding. Das war, ist nicht wahr mit Chili. Ja, ich esse gerne scharf, ja. Von der Schärfe war das genau auch richtig. Aber da waren Nebengeschmäcker bei, das war so indisch, ne? Ja, und wenn die indischen Menschen also das nicht negativ sehen, das ist meine Redensweise, wenn die indischen Menschen im Tee schon Pfeffer und Curry und Salz und Pfeffer und was weiß ich, die alle reinkippen, im Tee, ja, kennst du nicht, ayurvedisch, ja, da ist scharfer Pfeffer im Früchtetee. Sag mal, habt ihr sie denn mal, oder was, wie schmeckt das denn, das schmeckt doch mit Knüppel am Kopf, boah, nee, im Leben nicht. Habe ich einmal getestet. Ayurvedisch nennt sich das. Ja, und dann tun sie immer alle so, ah, ich mache Yoga, ja, und ich brauche jetzt diesen ayurvedischen Tee. Also, sie kaufen sich nur eine ayurvedische Yoga-Hose. Ja, und schon müssen das ganze Programm durchziehen. Habt ihr nicht alle. Was meinst du, was ich denn alles durchziehen müsste? Ich habe Lederhosen ohne Ende, ja, da müsste ich ja andere Motorräder kaufen, ne, so alte Motorräder, so, ja, so, also richtig alte, ne, Maschinen, war ich ja schon so lange, die Maschinen, die Lederhosen, so, ist das noch voll, oder, ah, hier kann ich auch schon mal ausmachen. Ja, ich lasse das in den ganzen Aufgießprogramm, lasse ich immer das Wasser durchkochen. Stelle ich zwar schwächer. Aber hier brauche ich auch keine Angst haben wegen Kalk. Ja, ja ich bin jeden zweiten, dritten Tag bin ich hier die Dinge am Auswaschen, also mit Essig und so. Dann ist das hinterher wieder schön blanke rein. Ne? Aber wenn ich das morgens mache, ist da abends schon wieder Kalk drin. Und nur vom Rumstehen, ne? Steht da nur so doof rum. Ich gehe gleich für euch raus. Ja, ja, ja. Und dann kriegt ihr euer Leckerchen. Mensch. Wenn er so Kaffee, weil die müsst ihr ja umrühren in der in der Thermoskanne, ne? Nehmt euch hier so ein Holzstäbchen. Ich habe jetzt hier so ein asiatisches, das ist halt Messer. Ne? Das ist halt Messer von den Asiaten. Und die Gabel, die steht, liegt dann noch in der Schublade. So, und damit könnt ihr wunderbar umrühren. Damit macht er das Glas nicht kaputt. Ja, Tuxella ist so hebelig. Stellt das Tablett hin, ne, auf der Kante. Ja, das ist jetzt das Tablett von euch aus gesehen. Ja, und räumt dann hier das ganze Gewicht ab. Also zum Spüle hinstellen und so, ne. Und hierbei auch noch schwere Sachen drauf, Butterdose, die,
die nicht günstig waren, ne? So, und hier alles hat. Und klar, irgendwann, Klugscheißer eben, ne? Kippt das einfach das Tablett um. Ja, und hat auch hier mal Kaffee, eine Kaffeekanne. Die war gerade neu. Ich weiß, die war gerade so ungefähr eine Stunde alt. Ich habe die gerade gekauft, ehrlich. Ja, ich habe die mittags gekauft und ein, zwei Stunden später kam Duxell und hat dann gesagt, ja, ich mache Kaffee. Und dann hat er mit einem normalen, ich habe immer hier so Löffel, ja, mit so einem normalen Metalllöffel umgerührt. Zack, bumm, Kaffeekanne kaputt. Ja, ich habe gesagt, nimm doch hier so ein Holzstäbchen, innen drin ist Glas und die ist unter Spannung sowieso, weil da Vakuum drin ist, glaube ich, Vakuum müsste da drin sein. Ja, und dann rührst du damit vorsichtig um. Ja, Tipp, ach hier, Boden, unterm Kühlschrank gelaufen, alles voll mit Kaffee. Ach ja. Aber das Duxell, ne? Klugscheißern ohne Ende, ne? So, dann kannst du auch dahin. So, das nehme ich mich mal eben mit. Das ist eine Kaffeefilterkatzen. Ihr möchtet jetzt keinen Kaffee. Ich kenne euch. Katzen. Wenn ich keine Katzen kennen würde. Pah. Ich weiß ganz genau, dass die Katzen keinen Kaffee mögen. Schon mal gar nicht den heißen. Ja, Margot, ihr seid in Futterstress oder was? Ihr müsst mal abwarten. Moment. Ich bin jetzt gerade beibringen. Dass die erst warten sollen und ich die Dose Futter gebe, ne? Dass sie dann erstmal den Fressnapf, weil die stehen mit ihrem ganzen Körper auf dem Fressnapf, weil sie meinen, sie müssten kriegen dann zuerst, ne? Also das finde ich, und da will ich den jetzt mal austreiben, mal langsam. So, weißt du, was ich mache? Guck mal, ich nehme jetzt hier Essig. Ne? Ich mache jetzt hier, ne? Habe ich jetzt Essig, nur Essig. So, guck mal, das löst sich jetzt schon. Ja, ich bin am Arsch. Und das macht Geräusche. Könnt ihr das hören? Ja, das macht wirklich Geräusche, ne? Guck mal. Ah, das habe ich noch gar nicht so gehört. Schön einbalsamieren überall. Ja, das ist gleich weg. Lasse ich jetzt einfach mal noch so ein bisschen das ganz normales, handelsübliches. Müsst ihr nur gucken, 27 oder so. Kann ich jetzt wieder nicht lesen. Vielleicht könnt ihr das sehen. Da auf dem Grünen müsste da draufstehen. Prozent vielleicht. Na. Ich habe hier noch eine Flasche. Ist zwar jetzt leer. Ja, das war nur eine Pfütze. Aber das, ne? Ich habe jetzt hier noch eine Flasche. Ja, seht ihr das noch nicht? 400 Milligramm. Also Essigessenz sollte schon sein. Ja, damit macht er auch mal Kaffeemaschine. Macht meine Sense. Kennt ihr Sense? Maschine? Ja. Die mache ich damit sauber. Oh, wunderbar. So. Ah, das ist gut am Arbeiten da drin, doch. Boah, guck dich das an. Hat man das noch nie so genau angeschaut. Warm Essig, weißt du. Boah. Dass ich das noch riechen kann. Ja, riechen kann ich das gar nicht. Das zieht nur so in die Lunge rein. Boah, guck mal. So. Normalerweise mache ich da Wasser dran und dann lasse ich das einfach nur stehen. Genauso, wenn du verkalkte Duschköpfe hast, die brauchst du nicht abschrauben. Ja, manche lassen sich auch ganz schlecht abschrauben. Dann gehst du hin, nimmst du ein kleines Plastikbeutelchen, ja, nimmst du Essig, ja, und ein bisschen Wasser, und dann füllst du das in den Beutelchen rein, nimmst du einen Gummiring, und den machst du dann über die Duschdüse da, drüber, ein Gummiring oder so ein Draht oder so ein bisschen, was mit einem Blumendraht hast, gibt ja so gummiertes, brauchst du keine Angst haben, dass es verkratzt, ne? Ja. Oh, meine Dusche ist verkratzt. Naja, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Naja, dann macht er so die Tüte drüber, festbinden, so dass der Duschkopf
in der Pfütze von dem Essigwasser zur Ruhe kommt. Ja, und dann müsst ihr halt dem Nächsten, der duscht, müsst ihr Bescheid sagen, weil sonst kommt erstmal kein Wasser und dann kommt ein riesengroßer Schwall. Blubsch. Cool, mit Essigaromen. Ne? Ihr könnt euch noch einen richtigen Spaß draus machen. Ja, nicht, dass die Dusche abbricht. Das war noch mehr Kratzer dran. Oh. Ja, es gibt so Pappnasen, ja, da kannst du nichts zu Hause machen. Ja, dieser Mensch, der ist so empfindlich, ja, der müsste praktisch vorher ausziehen, wenn du da nur eine Glühbirne wechselst. Weil du musst ja schließlich mit der Leiter auf den Marmorboden, ja, Marara, Kara, Marmor, wie sie alle heißen, ne? Ja, muss ja eine Leiter hinstellen. Der kriegt ja einen Nervenzusammenbruch. Der holt ja von überall erstmal die alten Perserteppiche raus, damit er so eine Schicht darunter hast. Wow, bloß die Leiterbeine nicht auf den Carrara-Marmor draufstellen. Kennst du solche Leute? Könnte ich kotzen. Und genau darum, genau aus diesem Grund, ja, mag ich keine überkandidelten Menschen. So der einfache Schlag, das ist mir so lieb, ne? Also der einfache Mensch, so ohne, ich bin ja was Besseres. Da könnte ich so reinhauen, oh Scheiße, der Arsch. Ja, nee, ich war. Nee, kann ich nicht ab, solche Menschen, ne? Guck mal, das ist schon bald alles weg. Ich muss jetzt nur mal so ein bisschen schlackern, weil ich, ach, weißt du, was ich tue da? Ich zeige euch das gleich mal, wenn das befreit ist von dem ganzen Scheiß, ja. So, jetzt tue ich das einfach nochmal aufkochen, ein bisschen kann man aufkochen. Ja, ich mache das, wie gesagt, in so eine Sensomaschine. Sense, ja, ihr wisst, was ich meine. Gebe ich das auch hinten in den Tank, da müsste man natürlich nochmal ein paar Mal durchlaufen lassen. Und dann das Waschprogramm, ne? Ohne Schleudern bei der Kaffeemaschine. Kaffeemaschine sollte nicht schleudern. Ich bin mal eben kurz draußen. Katzen, weißt du, du gehst raus zum Schuppen, da ist unser ganzes Lebensmittel alles immer so drin, ja, und die Katzen müssen dir den Weg zeigen. Zwischendurch sehe ich noch, das Fahrrad von Niki ist umgekippt, ja, ist halt kein leichtes Ding, ne, mit Akku und all so ein Quack da, ne, ja, das ist so böig, so windkalt, schuppig, schäbig, ja, und, oh, wenn dann der Wind so unterm T-Shirt so, oh, und ich bin doch noch gar nicht, noch ganz krank im Moment, ne? Also ich gebe jetzt mal hier so ein bisschen Futter, ne? Guck mal. Kleine Dose, ja, anders geht es nicht. Ja, ich mache auch kein Nerbs. Katzenfutter ist Katzenfutter. Steht nur nicht drauf. Das ist Hund, ne? Ja, ja. Da kannst du einen Bernardiner mit das kriegen. Aber hier ist, oder ist denn mit Kalb? Das stand auf den anderen Katzenfutterdose auch schon mal drauf. Bin gleich wieder da. Das muss ich jetzt eben ganz, sonst machen die mich noch bekloppt. Raus aus den Fressern. Fressen ab. Alle ab. Alle ab. Sonst gebe ich nichts. Ich sagte ab. Mein Gott, nee. Da bist du selbst schuld. Vatori. Mein Gott, nee. Ich muss dich am Kragen packen, damit du aus dem Fressen abgehst. Krieg doch da gar kein Futter rein, wenn du da drin stehst. Nee? Na? Nee. Ach, steh mit dem Arsch im Fressen, wie soll ich dir denn füttern? So wie ich immer drin stehe, ne? Du stehst ja aber nicht auf deinem Suppenteller. Ah, ist der Holzkopf auch schon wach. Du bist Gaga. Hinter dir, da in dem Eimer, da kannst du so lang reintun. Dann nehme ich die abends mit, die Elefantflaschen, die sind ja gut. Dann kommen die abends im Schuppen. Ey, du bist auch nicht mehr ganz Panne, ne? Warum? Ach, die gehören noch da rein. Oh, so ein Kasten haben wir doch rein. Jetzt hast du mich aber verwirrt. Also, das ist mir einfach zu früh morgens. Weißt du, wir haben jetzt gleich 12:30. Das ist mir einfach zu früh, wo du wach bist. Und nicht einfach nur irgendwo rein, schön rein. Ich bin hier etepetete Kinete.
Prost. Tassen. Was? Hoch die Tassen, meine ich. Guck mal. Ja, hoch. Guck mal. Er nimmt seine Medikamente. Flaschenweise. Wenn du mich dabei beobachtest, haust ab. Okay. Dann entobachte ich dich. Ja, das ist wie Rübenkrauterzeug, ne? Das gibt mir also, boah. Das ist wie Rübenkraut. So, und dann, dann hast du ein Messbecherchen dabei. Da kommt ja überhaupt nichts. Da machst du das halb voll und die andere Hälfte bleibt davon drin kleben. Also, da ist ein Brief. Aber zu Händen, der kleine Silberne. Also, ist der nicht für dich gedacht. Das ist nur deine Adresse, aber zu Händen Küken. Nur damit du Bescheid weißt. Ach ja, warte mal, ich hab doch hier oben auch noch meine Tasse. Und ich hab auch so eine Tasse. Ja, wir haben hier so eine. Wir haben hier. Landsberger Allee. Ja, dann ist. Von den Schwestern. Lene und Christian. Ja, da war was. Deswegen, das ist dann für. Küken. Ich muss das mal überlegen, die Adresse kennst du doch. Ja, das ist wie deine Niki-Straße, das ist jetzt deine Firmenadresse. Und der Mitarbeiter Küken kriegt diesen Brief. Ja, so ungefähr. So, Kaffee habe ich gekocht. Riechst du das eigentlich? Nein, du riechst genauso schlecht wie ich. Und immer noch schwer im Husten. Ja, habe ich auch gerade so schleimig heute. Nee, ich hab Kaffee gemacht. Das ist ja das Schönste, wenn du morgens aufstehst und der duftet so nach Kaffee, vielleicht frische Brötchen oder so. Was kann es Schöneres geben, Leute? Zucker brauchen wir. Alexa, Einkaufsliste, Zucker. Ich habe Zucker auf deine Einkaufsliste gesetzt. Ich kann dich benachrichtigen, wenn es in deiner Region regnet oder schneit. Möchtest du, dass ich das mache? Ja. Okay, ich checke jeden Tag um 7 Uhr das Wetter in Ordenrade und sage dir Bescheid, ob am nächsten Tag mit Regen oder Schnee zu rechnen ist. Bitte mich einfach, Regen- und Schneewarnungen zu deaktivieren, um das abzuschalten. Das hat sich jetzt schön angehört. Oldenrade. Hase. Das ist nicht Altenrade, das ist Oldenrade. Süß. Fand ich das jetzt schön von Alexis. Nennen Sie einfach mal Alexis, hat eine männliche Stimme. Oder wie hieß der Grieche? Alexos Sorbas oder so ähnlich. Nee, Oldenrade, hat er gesagt. Ja. Das sagst du doch nicht mal, wa? Jetzt kriegst du, jetzt staunst du. Am frühen Morgen, ne? Aber boah, kommt da ein Pfund raus. Boah, der kann mehr Zucker gebrauchen. Ich nicht so. Ach ja. Ja, die Weihnachtspost, die ist mal doof. So lange Finger habe ich nicht. Oldenroll, oh. Ich komme mir vor wie Katniss aus Aberdeen. Kennt ihr nicht? Die Gefreiten von Putem. Wie heißt das nochmal? Die Gefeuerten aus Pinem. Hey, denkt euch euer Teil. Ah, so, glänzt schon mal. Ja. So. Agela Spinim. Sind Kaffee jetzt schmeck? David. Gut. Bentamam. Japmak. Wir lernen Türkisch. Warum dröppelt er daneben? Sag mal. Ich schütt Kaffee ein, der meiste Kaffee plöttert daneben. Schweinkram. Sag mal, ihr Schweinesäue, Arschweinsau, so, jetzt könnt ihr mich mal kennen. Ja, morgens bin ich ein Arschloch. Dass ich mit euch noch so nett rede, seid froh, dass er nicht leibhaftig gegenübersteht. Was ist los, Hase? Man muss bezahlen.
Er macht gerade seine Post auf. Was musst du bezahlen? Die Toll. Von Dings, da ist es. Kontoauszüge von dem ganzen Jahr wieder. Warum lässt du dir die zuschicken? Ich hab das ja, alles. Das mal irgendwie die erste ja, ich glaube, das brauchst du doch nur beim wenn du Überweisung machst. Ist doch da so ein Klick-Klack. Da drückst du drauf und dann kriegst du das auch noch per Internet. Und was wichtig ist, und wenn du mal bei euch das für 3 Monate oder so ausdrucken lassen, gibt es ja auch mal, wenn man einen Kredit oder so was haben will, glaube ich. Da muss man ja schon mal belegen, was man dann verdient. Und dann muss man von 3 Monaten haben. Dann sieht man ja auch deine ganzen Ein- und Ausnahmen. Ja, Mensch, krepier da hinten bitte nicht. Ja, der hat überständig Husten. Ganz, ganz bösen Husten hat er. Der kleine Muck. Ich bin der kleine Muck. Sieht man mir an, ne? Bin ja schon was größer. Ja, früher war ich auch mal ein kleiner Dover. Jetzt bin ich schon größer. Hab heute ohne Mikrofon. Habe ich dir jetzt laut gesprochen oder was? Lass doch mal. Ich möchte das, glaube ich, gar nicht. Ich habe da gar kein Interesse dran. Guck dir mal die Fresse an. Interesse dran. Die Fresse an. Guck mal, weißt du, der hatte. Aua! Geh weg! Der ärgert mir. So, pass auf. Schei geht's weg. Oh, der ist aber lecker. Den habe ich mit Bohnenkaffee frisch aufgesetzt. So, ich habe mir heute Morgen schon Gedanken gemacht. Ich habe mir schon Arbeit gemacht. Ich habe schon für dich Kaffee gekocht, du. Hühner-Dompteur, du. Kann er nur rauchen, so Sprüche. Da muss er erstmal wieder drüber nachdenken. Und das dauert so seine Zeit. Tauschan. Kanickel, Kaninchen hat er zu mir gesagt. Tauschan ist Hase. Hase. Mit den langen Ohren, wisst ihr? Das Känguru aus unseren Breitengraden. Ich wollte aber das Tauschan zu dir sagen. Ich wollte Eckmeck zu mir. Du. Ja. Ja, du wolltest. Wahrscheinlich, du meinst die Gazelle, ne? Oder wie heißt das Tier, der große graue Tier mit dem Rüssel? Ja. Danke, Arschloch. Der Kaffee wirkt noch nicht. Also beruhigt euch. Aber wenn er anfängt zu wirken, dann habt ihr mich wieder in meine alten, beliebten. Ich glaube, noch ein anderes Tier, was nur zwei Buchstaben hatte, aber sich wie It angehört. Nee, At. Ja. At, genau. Das Pferd. Ja, genau. Weil ich dachte, das war das blaue Tier mit dem. Du bist ein Atgut. Atgut. Pferdearsch. Pferde sind doch so süß, haben doch keine Arsch. Ja, ich hab immer so versucht, türkische Wörter zu verbinden, um es zu einem Wort werden zu lassen, so wie wir das hier kennen. Ja, Honigkuchenpferd. Na, du lachst wie ein Honigkuchenpferd, ne? Oder so ähnlich sagt man ja schon mal so scherzeshalber, ne? Ist ja noch niemals ein böses Schimpfwort. Ja. Ballpasta-Ad. Honigkuchenpferd. Ja, wenn ich das jetzt mal so 1:1 direkt übersetzen würde. Ja, weil das Problem ist, die kennen ja diese Sprichwörter wieder nicht. Also, selbst wenn du nach England fährst und das ist so ein Wetter wie heute, dann fallen da Hunde und Katzen vom Himmel. Ja, it's raining cats and dogs. Es regnet Hunde und Katzen. Ja. Rein in die Kartoffel, raus aus die Kartoffel. Was soll denn das? Ja, entweder springe ich rein in die Kartoffel, ernte die, tue sie im Eimer oder im Sack und dann gehe ich ab in den Schuppen und dann habe ich die bis nächstes Jahr. Aber rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel, rein in die Kartoffel. Alle Sprüche, ne? Was ist der Kaffee geil. Leute, Decke, ihr würdet mich loben. Ihr würdet sagen, Mann, Teddy, hast du einen leckeren Kaffee gemacht. Boah, ja, was würdet ihr sagen? Ich kenne euch. Ich weiß, was euch gut tut. Und das ist nun mal eine richtig schöne Tasse Kaffee.
Nee, Kaffee ist wirklich. Also wenn ihr Kaffeetrinker seid und ihr dürft Kaffee, ja, aber das dürft. Ich glaube, da gibt es gar keine Einschränkungen, oder? Vielleicht nicht so viel und nicht so einen starken oder so. Ja, es gibt da so einen Berserker-Kaffee, den würde ich auch mal. Es ist auch keine Werbung, um Gottes Willen. Ja, nur den gibt es ja nicht so oft und selten irgendwo, dass man den auch mal findet. Also den würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der vom Koffeingehalt stärker ist oder halt nur vom Geschmack, also stärker geröstet vielleicht, ne? Das weiß ich natürlich nicht. So Leute, ich lade das jetzt hoch, ich kann kaum noch sprechen, das wisst ihr ja. Ich habe gedacht, der Kaffee, der macht es. Ja, aber auch ich muss mir mal. Aber ich will mich ja wenigstens zwischendurch so melden, ne? Heiß. Aber schön, lecker. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich bin raus. Tschüss. Und ja, ich kann auch Ayurvedisch tanzen, merkst du? Bing, 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 bing. Ich mache jetzt Yoga Dance. Ja, kann man machen. Ja, sicher bin ich albern. Warum auch nicht? Nur alle, die nicht albern sind, ja, die so ein bisschen Kindheit, ja, selbst das letzte bisschen Kindheit mit der Hochzeitsnacht verloren haben, die tun mir alle leid. Ja. Man sollte seine Jugend oder die Erinnerung an Jugend, ja, das Kind steckt im Manne, sagt man ja auch. Ja, das Mädchen steckt in der Frau. Ja, das klingt alles ein bisschen blöd, ne? Aber ja, alles blöde Sprüche, aber die haben. Ja, aber drüber, da musst du drüber nachdenken, ne? Kinder, ach nee, erwachsene Männer, die spielen ja halt immer noch ganz geil mit der Eisenbahn. Ja, Weihnachten gibt es für das Kind eine Eisenbahn, husch, husch, und was macht es? Der Vater spielt damit die ganze Zeit. Kind ist natürlich total irritiert, ne? Der kapiert nicht. Jetzt habe ich das doch mal zu Weihnachten geschanken gekrocht und Daddy spielt die ganze Zeit mit der Eisenbahn. Ja, weil dann wird das verlegt bis in die Küche rein. So eine Schlaufe am Ende, wo die Heizung ist, so eine Schlaufe, so ein Parcours, mit der wieder zurückgeleitet, ne? Der Zug, ne? Nicht die Mutter, ne? Der wird ja zurückgeleitet bis ins Wohnzimmer, also einmal durch den Flur, durch die Diele, ja, hinten um die Ecke zum Wohnzimmer, wo der Vater immer gerne sitzt, ja, wo der Sessel schon kaputt ist, ne? So ein bisschen kaputt ist, ne? Nicht verschraubt, aber so eingesessen, die Feder im Arsch. Na? So, da bis dahin geht die Lok dann. Und was ist? Es wurde eine Flasche Bier geliefert. Hammer. Ah, Männer. Ihr seid so richtige starke Männer. Spiele ich lieber mit Puppen. Nein, ich spiele nicht mit Puppen. Puppen finde ich gräuslich. Ja, genau wie Klons. Klöne. Clowns, Clowns. Ja, also die mit der Pappnase und die Schminke und so im Gesicht. Bah, die kann ich nicht ab. Ey. Da kriege ich Angst vor. Ja, nein, als Kind ist mir vielleicht noch nicht mal so sehr aufgefallen. Ja, aber es gibt ja so Clowns, ja, die kennst du ja aus so Horrorfilmen. Ja, und wenn mir so einer nachts begegnen würde, entweder hätte der ganz feste, ganz böse Schmerzen im Gesicht, weil ich dem einer reinbunkern würde, ja, wenn er plötzlich auch vor mir her springen wird, ne? Das wäre mir auch egal, wenn ich weiß, ja, da steckt ein Mensch drin, der wird einen in die Fresse kriegen. Einfach als so Affekt, ja, so Reflex geht nicht anders. Ich muss. Ha, boah, boah. Ja, Puppen. Ja, würde ich tun. Das würde ich wirklich tun. Ja, echt. Ja. Pate der Schmerzen. Mach mir noch einen Kaffee. Er wirkt, merkst du, ja, ihr seid jetzt Zeuge gewesen, ja, gerade war ich da so, brummig, ne? Und jetzt, ja, wie so ein Eierfeuer-Fackelö-Vulkan, boom, ja, ja, okay. Ist was Böses, wenn so ein Vulkan da auf 4 Kilometer Länge so ein Riss. Ja, ich habe schon gesagt, was ist das denn für ein Vulkan? Ja, man hat ja immer so, ja, so Kegel, ne? Also spitze Türmchen, ne? Da war ja nur so ein Riss.
Ich sag, ja, sag ich, pass mal auf. Ja, und ihr kackt alle so laut. Ja, um Gott sei Dank, ihr kackt. Ja, jawohl. Guckt euch da mal richtig die Geografie an oder Geologie oder wie das heißt. Guckt euch das, das studiert das doch mal ein bisschen. Vulkane in Deutschland. Ja, ich sag mal Eifel. Das Ding heißt ja nicht umsonst Vulkaneifel. Ha? Drüber nachgedacht. Yellowstone ist mal ein bisschen weit weg. Aber wenn das die Kasper-Ding hochgeht, haben wir bis hierhin und überall rundherum haben wir das Nachsehen. Da können wir gucken, wo wir bleiben. No? Ja, von wegen. Da gehst du aber mit Taschenlampe, versuchst du deine Rhabarber da oder dein Gemüse da. Ja, damit das Licht kriegt. Dann ist nämlich hier alles dunkel, der Himmel. Und wenn Eifel hochgeht, ja, da war doch hier mal einmal dieser Drama-Film da, ne? Drama. Ja, da war so ein Bachwerde-Film. Deutsche Produktion war gar nicht mal so schlecht, genauso wie die Flut oder so ähnlich hieß das. Ja, und wie gesagt, Vulkan irgendwas, ne? Und da ist der Vulkan in der Eifel ist wieder hochgegangen. So, das hat sich alles, die Lava hat sich alles, das geht ja über mehrere zig Kilometer. Dann, ihr sagt das also, ihr könnt euch die Dimensionen ja gar nicht vorstellen. Weil ich ja selbst, ich war ja noch nie da. Ja, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ja, aber mehrere Kilometer ergießt sich das. Die ganze Erdbewegung, alles verschiebt sich. So, wenn dann der Rhein zu ist, dann können wir schon mal vergessen, weil wir kriegen nichts mehr hin und her geliefert. Ja, das macht sich vielleicht bei Lebensmitteln stärker bemerkbar machen, wie jetzt bei Kies oder Kohle. Na, aber dann ist Feierabend. Und wenn sich dann die Lava dann in den Rhein ergießt, dann ist der Rhein vielleicht eine Barriere. Ja, aber du hast trotzdem immer noch, ja, das geht weiter. Dann steigt das Wasser. Ja, und dann hast du hier bis hier bei mir vor der Haustür, ja, alles überschwemmt. Hochwasser, ne? Ja, denk mal drüber nach. Ja, ihr sagt immer alle so, ach, Yellowstone ist so weit weg, ja. Wo kommt denn dann der Wüstenstaub her? Wenn ihr morgens aufsteht, ja, und ihr guckt auf euer Auto, oh, ihr habt ein weißes Auto und plötzlich ist halt so orange-gelb Bahamasand farbend, ne? Schick, schick modern. Aber mit so, weißt du, so wenn da so ein paar Regentropfen mit drauf waren, so pium, 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 ja. Da kriegt er so eine Krause, ne? Aber wo kommt das denn her? Ja, wahrscheinlich war hier das um die Ecke das Baggerloch mal eben. Das war der Reifen vom Radlader da oder was geplatzt und hat das dann hier so hingestoppt. Ja, ne Kacke, das kommt aus der Wüste. Ja? So, wenn da mal ein ordentlicher Sonnensturm ist, das wird bis hier rüber getragen. Und dann von Yellowstone, ja, der Dreck oder die Flugasche, ja, alles was so leichter ist wie Luft oder wie Luft kann man bald sagen, da war sich und ja, bei Wärme vielleicht auch noch in die höheren Atmosphäre, das kommt alles nach hier rüber. Ja, er sagt das alle mal so leicht, ne? Ja, ich bin nicht doof. Also früher war ich mal doof, da war ich kleiner, ne? Jetzt bin ich ja schon größer. So, jetzt wird der kleine Onkel oder der dicke Onkel, wie auch immer, der ist fertig mit Labern. Die alte Labertasche, also ich jetzt, ne, nicht, ihr nicht, ihr hört ja nur zu. Aber ihr könnt euch dabei ja auch unterhalten. Ne? Vergesst den nicht, das weiter, da ist er, ne? Der da. Und wenn ihr Langeweile habt und wisst nicht, was ihr da zu tun habt, das ist the best. Ja, das ist für mich eine Alternative. Das ist Satire, das ist Comedy, das ist alles mit drin und es ist eine Partei. So, und jetzt bin ich raus. Tschüssi. Haltet die Ohren steif und den Rest auch und bleibt mir gewogen. Glück auf, ihr Süßen. Tschüss. Noch ein Tee, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Konfitüre, etwas Marmelade. Er tröpfelt hier schon wieder rum. Ich find das nicht schön, ich find das dumm. Lalelu, laleli. Erstmal Bischiwaschi machen hier. Ich kann das nicht leiden, wenn das hier so voll ist. Ach ja. Ach, ne. Ach Gott. Habt euch wieder eingeschaltet. Ihr könnt ja auch nicht von mir lassen, wa? Mensch, ja. Ne? Ja. Ich mach die Kamera ab und manchmal komme ich dann nochmal da. Das geht von selber, ne?
Schalt aus, ne? Nicht auf Pause, sondern auf aus. Und dann geht das von selber wieder an. Und dann denke ich immer, ja, das sind vielleicht doch die Geister, die ich gerieft habe. So. Ich mache mir gerade noch einen zweiten. Kaffee. So, jetzt bin ich aber wirklich raus, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal pflegen. Ja, das sieht immer so locker flockig aus. Das ist jetzt nicht das, nicht gegen euch oder wie sagt man dazu. Das ist jetzt mehr so, ach Gott, guck mal, was ein schönes Bild. Das muss ich euch zeigen. Guck mal. Ja, was denn? Dicker Charlie, guck mal. Hat der nicht ein süßes Gesicht? Ja, okay, jetzt wird's dunkel. Ja, Schnur, Schnur, Schnur. Der hat ein ganz süßes. Der guckt so extrem brummelig, so wie ich nach 3 Tagen Kaffeeentzug. Ja, der hat ein ulkiges, schönes Gesicht. Und wenn er da, wenn er hier auf der Treppe steht und du stehst unten an der Treppe, ja, und der, du guckst ihn so an, also so ein ganz dunkles, so, ja, so ein, ja, so ein richtig ein dunkles Gesicht und dann, oh, das finde ich so schön, dann guckt er so grimmig, so, wow. Ja, so eine Grumpy-Cat. So, Leute, jetzt bin ich mal wirklich raus. Ich wünsche euch was. Tschüss. Glück auf, ihr Süßen.